Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Wir haben im letzten Part die 8 verschollenen Velure, dieser netten Dame hier zusammengetrieben und wieder zu ihr zurückgebracht und dabei halt so ein bisschen hier die Route abgearbeitet. Auf der Suche nach dem Bus, der uns zur nächsten Prüfung bringt. Da geht's jetzt auch munter weiter, denn, warte mal, das sieht doch schon so aus, als müsste hier hinten noch irgendwo ein Item, ist es aber kein Item da. Gut, weiter geht's. Hier hinten müsste der Bus auch irgendwo sein. Ach nee, nicht die Dödel schon wieder. Was ist da denn los? Tu das in Not. Ich guck mich gerade mal eben um. Hier hinter dem schön noch was versteckt. Nee. Wir dürfen auch nicht zu Fuß hochlatschen, also wirklich nur mit dem Bus. Sondern oh, warte. Und hier ist noch ein. Ein Ibitak haben wir noch. Ich habe ja gesagt, ich fange alle auf dieser Route. Das machen wir auch. Das ist das Letzte. Du. Ein wildes Ibitak erscheint. Oh mein Tony, es geht los, Silky, du schaffst das. Hoffe ich ganz zuversichtlich. Eben fix einmal wieder zwei Trugschläge reinhauen. Hoffen, dass er keine Freunde hat und dann läuft die Kiste. Trugschlag geht raus. Zack. Jo, Aero Ass. Oh, musst du mich denn so verletzen? Das ist nicht nett von dir. Und noch ein Trugschlag. Silky setzt Trugschlag ein. Bams. Spiegeltrick. Ibitak setzt Trugschlag ein. Es hat keine Wirkung auf Zeki. Schade, wa? Und ein Hyperball geht raus. Hätte er mal lieber einen Freund gerufen. Klasse. Ibitak wurde gefangen. Zeki erhält 521 spezielle Erfahrungspunkte. Bombs. Zeki erreicht Level 39. Dank des CP-Tellers erhält auch der Rest des Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Möchtest du dem Ibitak einen Spitznamen geben? Nö, ich habe die alle so mitgenommen, deswegen, warum sollte ich jetzt ihn präferieren? Nee, alles gut, alles gut. So, auch etwas verloren. Du findest das Item Flinkfeder. Cool. Dann schnacken wir doch mal mit den zwei Hip-Hopern. Ich muss mal versuchen, wieder in den Dödel-Modus zu gehen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Yo, was geht, Alter? Ich nehme nur eben mal die Haltestelle mit, Mann. Hey, das ist unser Busstopp. Wenn ich hören will, muss fühlen. Let's go. Das war wenigstens ein kurzer Dialog. Also, die haben offensichtlich chillen sie so richtig, wie es jetzt gehört, so für coole Rapper, Happer, Hip-Hop-Spackelmacken. Fies, ne? Das sagt man nicht. Ich habe nichts gegen Hip-Hopper. Es gibt genug coole, aber es gibt auch solche. Das ist das Problem. Es ist zwar sehr überzeichnet hier, aber leider gibt es das auch in der Realität. Team Skullrüpel fordert dich heraus. One more toe, ne? Golbat. So, dann wollen wir mal. Wie geil wieder am Abrappen ist da im Hintergrund, Alter. Voll der Styler. Haben wir denn irgendwas, was gut ist? Ne, nicht so wirklich, ne? Pokémon wechseln, wie wär's denn mal mit unserem Magi, du der? Haben wir seitdem der sich entwickelt hat, haben wir den noch gar nicht wieder rausgeholt. Muss auch mal in die frische Luft. Es geht los, Magi, du schaffst das. Windschnitt. Oh, gönn ihm. Passiert nicht so viel, ne? Das ist nicht sehr effektiv. Ein Volltreffer, oh, scheiße. Ja, sieht schlecht für dich aus. Donnerschock. Gönn dir. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Golbat setzt Konfusstrahl ein. Magi redet blitzschnell. Weil ich es halt so liebe. Und dann kriegst du jetzt nochmal einen Elektroball. Wäre besser gewesen, weil dann hätten wir ihn mit One-Hit wahrscheinlich weggehabt. Aber ich hau den jetzt nochmal nach, um zu zeigen, dass wir es können. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Golbat wurde besiegt. Magi erhält 794 spezielle Erfahrungspunkte. Bums. Und Magi erreicht Level 35. Zeki erhält 671 und auch der Rest bekommt noch ein bisschen was. Team Skullrübel wurde besiegt. Was geht, Alter? Ich verliere doch sonst nie. Alter, Mann, warum, Mann? Ich verliere sonst nie, Mann. Oh, echt jetzt mal verloren, ey. Aber wie es bei uns üblich ist, ne? Lass ich gleich mal meinen Bro hier antreten, Digga. Ist mir doch schnuppe, wie stark du bist, Alter. Im Kampf bringe meine Moves den Twist. Ja, dann mal los, Alter. Twiste mal. Ich bin gespannt. Ja. Mal sehen, was er hat. Hoffentlich nicht auch wieder ein Golbat. Das wird ein bisschen langweilig sonst. Radikal. Na, siehst du, da kann man arbeiten. Uah.
Es hat dicke Backen. Hat bestimmt Mumps oder sowas. Ah, okay, das war lustig genug. So, wirkungslos, Rasierblatt ist effektiv. Keine Ahnung, was habe ich denn an Z-Kraft? Komm, hauen wir brillante Blütenpracht raus. Einfach nur, weil wir es können. Nur dance ein bisschen und ich habe Zeit, Kaffee zu trinken. Ich habe schon so lange keine Z-Kraft mehr eingesetzt. Sicky nimmt all seine Kraft zusammen. Ja, mach mal. Brillante Blütenpracht. Radikal wurde besiegt. Zeki erhält 612 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des MP-Teilers erhält auch der Rest seines Teams noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Team Skullrüpel wurde besiegt. Krass, Alter, die Bushaltestelle wiegt so viel wie ein Geowatzmann. Blaufuchs gewinnt 864 Pokédollar. Ja, dann könnt ihr die ja eh nicht wegtragen, ihr Nasen, ey. Oh, Alter, keine Haltestelle, kein Bus, klaro. Wir wollten den Busfahrer nur einen Gefallen tun. Ja, Mann, wir wollten, dass er frei hat, Alter. Mann, ey, jetzt ist meine Laune voll im Eimer, Mann. Komm, wir gehen wieder zurück zu unseren Leuten. Ja, tschüss, ne? Mach doch mal auf den Weg. Blaufuchs? Eben sind zwei Typen von Team Skull an mir vorbeigerauscht. Die sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie so in die Schranken gewiesen? Mit deinem Talent solltest du dich als Herausforderer in der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Liga? Alles zu seiner Zeit. Wir sind noch nicht so weit, ne? Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hokulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in die Lüfte katapultieren würde. Wenn der Kokowai-Bus wohl eintrudelt. Sieh doch mal auf das Haltestellenschild. Mach ich gleich. Lass mich nur gerade einmal nochmal kurz eben fix. Eben kurz schnell. Einmal hier frisch und schlau mein Team nochmal aufpeppeln. Träger des Inselwanderschaftsabzeichen. Jo, jo, jo. Man tut, was man kann, ne? So. Das freut mich, dass mein Team wieder topfit ist. Ich tausche dann mal eben Zeki. Tauschen mit. Amphira muss eigentlich auch mal wieder nach vorne, ne? Ich vermisse sie ein bisschen. Aber wir nehmen jetzt mal Pepper nach vorne. So. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Gucken wir doch mal, wann der Bus kommt. Ich hoffe bald. Was erzählt er? Würdest du eben an der Haltestelle nachsehen, wann der nächste Bus kommt? Jo, ich guck mal. Eine Bushaltestelle. Möchtest du mit dem Bus bis zur Hokulani Sternwarte fahren? Das ist der Plan. Oh, das ging schnell. Der Kokowai-Bus steht immer zu Diensten. Du willst schnell und sicher von A nach B? Dann bitte zügig einsteigen. Nix wie rein in den Kokowai-Bus. Das ging sehr zügig. Hokulani Berg. Hier drüben. Der Hokulani-Berg ist der zweithöchste Berg der Alola-Region. Jetzt willst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist, was? Ich bin schon ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Welcher ist es denn? Welcher ist es denn? Ah ja. Dann schau mal darüber, Blaufuchs. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Ja. Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Er ragt immerhin über die Wolken. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das als Verkörperung der Sonne gilt, am nächsten. Genau dort auf dem Gipfel des Mount Lanakila, dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Ganz recht. Wenn Trainer früher ihre Inselwanderschaft beendet hatten, traten sie auf dem Gipfel des Mount Lanakila gegen die Inselkönige an, um zur Inselwanderschafts-Champ zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorbringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdigen Top 4 verteidigt wird. So kann unser Inselwanderschafts-Champ zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer und Pokémon Alolas sind. Ja, ist auch ein nettes Bestreben, was du da hast. Hier auf dem Gipfel des Hokulani-Berges findest du die Hokulani-Sternwarte. Ja, sie ist unweigerlich direkt vor mir, würde ich mal behaupten, ne? So, lass uns aber erstmal ein bisschen umsehen hier. Da gibt es sogar ein Pokémon-Center, ist ja Wahnsinn. Moin. Was, du willst den Berg zu Fuß runter? Bis zur nächsten Bushaltestelle ist es weit.
Ja, entspann dich. Dass ich hier oben patrouillieren kann, verdanke ich nur meinem treuen Pokémon. Hier noch irgendwas los? Nö, was erzählt ihr euch hier hin? Der Gipfel des Hukulani-Berges ist der dem Weltall zweitnächste Ort in ganz Alola. Selbst im Weltall gibt es Pokémon. Ja, die fallen manchmal hinab auf den Boden. Und können dann von uns gefangen. Wie komme ich denn daran? Ah, da passt nicht durch. Du findest es ein Levelball. Alles klar. Lohnt sich immer, die Äuglein offen zu halten. Ach, der Eich ist schon wieder da. Hallo? Hallo und guten Tag, Alola. Es gibt hier ein Pokémon namens Meteno, das wie eine Sternschuppe vom Himmel fällt. Der Kern von Meteno kann übrigens auf unterschiedliche Arten leuchten. Um eine Regionalform scheint es sich dabei nicht zu handeln. Spannend ist es dennoch. Oh, das ist übrigens für dich. Du erhältst das Item Mondball. Mondball wurde in der Itemtasche verstaut. Versuche deinen Pokédex zu vervollständigen, das wird auch Rotem sehr freuen. Bin ich mir sicher, dass der sich da freut? Gut, das war das. Dann machen wir einen kurzen Abstecher ins Pokémon Center. Guck mal, was hier so los ist. Moin! Das Pokémon-Lagerungssystem wurde von einem gewissen Bill entwickelt. Er lebt in der Kanto-Region. Das Lagerungssystem hier in Alola wird von Marlon verwaltet. Ja, Bill war schon eine coole Socke, als er da als Pokémon vor einem stand. Mein Starmie, es richtet seinen Kern gerne auf das All aus und strahlt dabei in den Farben des Regenbogens. Ein wunderschöner Anblick. Ob es damit vielleicht versucht, eine Nachricht auszusenden? Ja, vielleicht kommt das auch aus dem Weltall, ne? Wer weiß, wer weiß. Ancient Aliens, das wieder grüßen. Mii! So, hier ist sonst weiter nichts los. Ich finde es so toll, dass es in diesem Café-Bereich im Pokémon-Center gibt. Oben auf einem Berg sind Getränke sonst nämlich richtig teuer. Ja, stimmt, hier kann man gemütlich zum Standardpreis nochmal ein Käffchen trinken, ne? Ich mache es mir hier im Café gerade ein bisschen gemütlich. Und mein Kollege lässt es sich derweil im Pokémon-Ressort gut gehen. Ja, siehst du, entspannt. Man muss auch mal entspannen, ne? Wer hart arbeitet, darf auch hart entspannen. Ist ja so, ne? So, ich würde sagen, bevor wir dann hier direkt zur nächsten Prüfung gehen, machen wir gerade mal genau das Gegenteil und gucken uns auf der anderen Seite eben nochmal um und wandern den Berg jetzt mal zu Fuß nach unten. Entschuldige, aber ich kämpfe nicht gegen dich. Meine Pokémon bedeuten mir alles, ich würde nie seine kostbare Zeit verschwenden wollen. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann zeige mir, dass es sich lohnt, gegen dich zu kämpfen. Vielleicht überlege ich es mir, wenn du alle Trainer auf dem Hukulani-Berg besiegst. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Ich würde dann vorschlagen, dass wir unser Pampros nochmal nach vorne nehmen. Ich bin so doof, die richtigen Knöpfe zu drücken. Damit das noch ein bisschen levelt für die nächste Prüfung, die ansteht. Weil wir wissen ja, es geht um Elektro-Pokémon. Da dehnt sich erstmal jemand. Moin! Da will man sich in Ruhe die Parabolantennen ansehen. Und was findet man? Ein Trainer. Ja, sorry, dass ich dich, ne, angequatscht habe. Angestellte Nancy fordert dich heraus. Mal sehen, was Nancy hat. Setz Pipi ein. Pipi. No. Es geht los, Pampros. Du schaffst das. Ja, ich denke mal, mal gucken, was er so kann. Nehmen wir doch erstmal wieder Pferdestärke. Ich habe keine Ahnung, was Pipi ist. Bums. Aber sieht gut aus. Das ist nicht effektiv, aber Pipi wurde trotzdem besiegt. Pampros erhält 851 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EP-Talers erhält auch der Rest seines Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Pepper erreicht Level 41. Oh, Angestellte Nancy wurde besiegt. Parapi, Parabo, das war ein Griff ins Toilettchen. Blaufuchs gewinnt 1120 Pokédollar. Sie scheint öfter mal ins Klo zu fassen. Das ist nicht gut, das sollte man unterlassen. Ja, also man kann das machen, aber schön ist es halt nicht. Hier geht das nicht weiter. Gut, dann müssen wir jetzt hier runter. Tipps für Trainer. Du kannst innerhalb eines Tages nur eine bestimmte Anzahl an Pokébohnen im Pokémon-Ressort aufsammeln. Sammle also jeden Tag Pokébohnen. Du, ich habe keine Zeit, jeden Tag Pokébohnen zu sammeln, weißt du? Ich habe halt auch noch einen Leben. Das hier sieht so verdächtig aus. Da ist aber nix. Da ist nix, das hat mich verarscht. Ah, hier ist aber was. Du findest die TM-72 Voltwechsel. Oh, nett. Sonst scheint hier aber nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal zurück durch das Gras. Oh. Niemand will mit uns kämpfen, offensichtlich. Hier kann man schon wieder abschweifen. Du findest das Item Turboball. So, was haben wir hier? Hier kann man nochmal wieder abschweifen. Oh. Ausgerechnet hier ist die Leitplanke dann weg, ne? Da kannst du mit dem Bus doch auch immer eben runterpurzeln. Oh, moin.
Jetzt sag ich dir mal was, Trainer. Wir Wanderer, wir lieben es zu kämpfen. Ja, dann legen wir doch mal los, würde ich sagen, ne? Du. Wanderer Herbert fordert dich heraus. Oh, mal Tow, Herbert. Schauen wir mal. Wanderer Herbert setzt Sedimentur ein. Oh, dieses Ding wieder. Es geht los, Pampros, du schaffst das. Kämpfen. Pferdestärke würde ich mal raushauen. Damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Ja, wer hat denn da noch Robustheit? Eisenabwehr. Verteidigung von Sedimentur steigt. Ich glaube, das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Da reicht uns jetzt eine einfache, gemütliche Lehmschelle, um dich dann fertig zu machen. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Sedimentur wurde besiegt. Pampros erhält 950 spezielle Erfahrungspunkte. Pampros erreicht Level 41. Diet. Dank des Repeat-Tellers erhält auch der Rest deines Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Amphira erreicht Level 41. Wanderer Herbert setzt als nächstes Kleinstein ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nee. Lass uns mal weitermachen. Wir müssen da ja eigentlich mit unserer Bodenattacke. Oh, auch nochmal. Wir müssen mit Pferdestärke da eigentlich auch ganz gut gegen ankommen. Gucken wir mal. Ja, sag ich doch. Das ist sehr effektiv. Oh, wer hat denn da wieder Robustheit? Meine Hassfähigkeit, Mann. Also, wenn ich sie selber habe, toll. Wenn sie der Gegner hat, ätzend. Au, was war das denn? Das ist nicht sehr effektiv, immerhin. Zähigkeit von Pampros wirkt. Verteidigung von Pampros steigt. Guckst doof, ne? Und noch eine Lehmschelle rein. Pampros setzt Lehmschelle ein. Zack. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Kleinstein wurde besiegt. Hat bestimmt dreckig geworden. Ne? Müssen wir erstmal einmal wieder sauber machen. Wanderer Herbert wurde besiegt. Jetzt sag ich dir mal was, Trainer. Wir Wanderer, wir hassen es zu verlieren. Blaufuchs, ihr liebt es zu kämpfen, aber ihr hasst es zu verlieren. Das ist schon eine nicht so gute Kombination. Ich finde den Schmodderfleck auf seinem Kopf finde ich sehr gelungen. Na komm, ich mach dich erstmal sauber hier. Du bist ja ganz dreckig geworden. Da hat dich aber einer richtig in den Modder gedrückt. So, siehst du mal, ist das all wieder gut. All wieder gut. Na, siehst du. Und zurück. So, erzählst du noch was? Jetzt sag ich dir mal was. Ja, da hatten wir ja gerade. Alles klar. Wir machen mal weiter, ne? Hier gibt's nichts. Wobei, das sieht schon so verdächtig aus. Nee, ist nichts. Wir wandern weiter. Hier ist der Bus gerade lang gefahren. Ist alles sehr eng irgendwie, ne? Gefühlt doch sehr eng. Zip. Du findest das Item Schwerball. Oh. Zip. Was haben wir hier noch? Da ist doch bestimmt auch noch was versteckt. Wir gehen zumindest mal gucken. Gucken muss schon mal sein. Zip. Ach, ein Ibitak. Was ist denn heute los? Hab ich der Ibitak-Man, ne? Das wird aber vernichtet jetzt. Habe ich da irgendwas? Ramboss. Wird schon passen. Mach mal einen Ramboss. Aeroass. Au. Ibitak wurde besiegt. Pampros erhält 877 Erfahrungspunkte. Dank des ÖP-Tellers bekommt der Rest auch noch bei ihm warten. Läuft die Kiste. So. Oh, wer ist das denn hier? Hallo. Ich bin an dir vorbeigelaufen, du hast mich nicht gesehen. Hallo. Oh komm, los geht's. Bei einem Kampf gegen einen Sammler kann man mehr über seltene Pokémon lernen. Nicht schlecht, oder? Boah, wenn du das sagst, ja, dann ist das wohl so. Pokémon-Sammler Philipp fordert dich heraus. Mal gucken, was Philipp so auf Lager hat. Quartermark ein. Das ist dieser Affe. Der sieht sogar gar nicht mal kacke aus. Den anderen Affen finde ich doof, aber ich mag keine Affen. Also ich bin, ich weiß nicht wieso, ich mag Affen nicht. Affen sind irgendwie eklig. Sie erinnern mich zu sehr an Menschen, deswegen mag ich sie nicht. So, kämpfen. Was machen wir denn mal? Was ist für gut gegen den? Ich habe keine Ahnung. Lass mal Kampf machen. Oder Pferd, lass mal Pferdestärke machen. Aber den finde ich irgendwie, also auf jeden Fall den finde ich cool, diesen Quartermark-Affe. Der sieht irgendwie niedlich aus. Bodycheck. Damit könnte ich leben mit ihm, in meinem Team. Weil er sieht irgendwie echt nicht schlecht aus.
So, mal sehen, ob das was bringt. Bams. Ja. Er ist auf jeden Fall besiegt worden. Das, oh, und rutscht auf seiner komischen Frucht aus. So. Kommandudan, das ist der andere. Ja, weiterkämpfen. Den finde ich hässlich. Den mag ich nicht. Den finde ich. Der sieht mir schon. Der sieht so super soll nach Affe aus. Der andere Affe war ein bisschen niedlich. Aber der hier. Mats vernichtet. Kommandant wurde besiegt. Ja, sorry, ne? Dann fliegen wir nochmal wieder kurz und dann ist auch gleich zu Ende hier erstmal. Pokémon-Sammler Philipp wurde besiegt. Oh, sowas Blödes. Jetzt muss ich dir wohl echt mein Wissen anvertrauen. Dabei war das meine letzte Ass im Ärmel. Lafuchs gewinnt ein bisschen Kohle, ne? So, jetzt mache ich die eben noch schnell sauber. Dann schnacken wir noch mit dem Typen und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Der hat auch schon längst gekriegt. Wenn ihr wieder mitkriegt, dass wir hier dick überziehen, gibt es wieder Mega. Gibt es wieder dick Mecker. Dann muss ich mich wieder mit dem hier gleich erstmal ausdiskutieren. Dann ist nicht schön. Deswegen ich gehorche eigentlich immer, wenn der Hahn kräht. Das tue ich mir nicht an. Ne? So, was erzählst du denn? Es lohnt sich, seinen Hals in die Luft zu recken, um Ausschau nach Pokémon der Kategorie Meteorit zu halten. Ja, genau, ein bisschen wie ein Tortunator. Jo, alles klar, ne? So, wir machen wie immer einmal kurz speichern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.